Oh, Kevin, nicht schon wieder. Hör mal, ich hänge das jetzt das letzte Mal ab. Weihnachten ist schon lange vorbei. Was soll das denn? Ich habe das, glaube ich, heute schon dreimal abgeräumt. Ich räume. Au! Was ist passiert, Schatz? Hör mal, warum gehst du denn alleine an den Backofen? Ach du meine Güte. Am Südring, die Familienhelfer. Nach einem unachtsamen Moment muss sich Katharina Mark um ihren verletzten Sohn Kevin kümmern. Die sofort herbeigerufenen Sanitäter rechnen mit einem Kind mit Brandverletzungen. Aber nicht mit dem Anblick, der sich ihnen ansonsten am Unfallort bietet. Hallo, der Rettungsdienst. Wunderbar, dass Sie kommen. Super, kommen Sie rein. Wir haben ja noch Weihnachten vor der Tür. Ja, da sprechen Sie mein großes Problem an. Oh, okay. Und Weihnachten noch hier in der Wohnung. Um wen geht's hier? Ja, wir haben Kekse gebacken und er konnte es nicht abwarten und hat alleine den Ofen aufgemacht. Oh, hallo. Wie heißt er denn? Kevin. Kevin, was ist passiert? Darf ich mal sehen? Oh je. Okay. Ja, komm. Lass uns mal direkt verbinden. Warum muss ich denn so? Ja, also es kam schon eine ganz schöne Qualmwolke uns entgegen. Okay. Am Anfang habe ich auch gedacht, ein bisschen schlimmer wäre es. Mach mal den Mund auf. Aber ist schon was besser geworden. Okay. Als wir uns das Kind genauer angesehen haben, haben wir festgestellt, dass das Kind an der Hand eine Verbrennung ersten Grades hatten. Das haben wir dann steril abgedeckt, verbunden. Und ein Inhalationstrauma hatten wir auch nicht. Warum ist er so auf Weihnachten fixiert jetzt noch? Wir haben schon Februar, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist immer wieder jeden Tag aufs Neue. Er dekoriert das ganze Haus, ich dekoriere es ab und am nächsten Tag machen wir das Spielchen neu. Jetzt habe ich gedacht, gehen wir mal auf den Spleen ein und haben wir heute noch mal zusammen gebacken. Aber ich weiß mir im Moment auch nicht weiterzuhelfen damit. Als ich dann gemerkt habe, dass sie in seinen Wahn so weit treibt, dass er mittlerweile sich deswegen schon verletzt, da wusste ich ganz genau, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ich wusste nicht mehr weiterzuhelfen. Es hat einfach überhand genommen, das ganze Problem. Ja, das ist ja ein Ding, ne? Wenn er jeden Tag Weihnachten feiern will. Jetzt erstmal zur gesundheitlichen Sache. Haben wir sowieso einen Termin beim Arzt. Der kann doch dann eigentlich noch mal drüber gucken, oder? Ja. Oder müssen Sie ihn mitnehmen? Nee. Nein. Also Sie sagen ja, er hat ja nur ein bisschen vom Backofen eingeatmet. Die Sachen sind noch nicht auch klar. Die Verbrennung muss ihm gezeigt werden. Das muss auch gereinigt werden vom Haus oder vom Kinderarzt. Aber wenn Sie sagen, dass er eh heute einen Termin hat, dann reicht das auch vollkommen aus. Das wollen wir ihn nicht noch mehr belassen. Muss gar nicht mehr. Aber generell ist natürlich die Frage, es muss geklärt werden, ne? Warum er das jetzt hier ist. Das ist ja nicht normal, ne? Ja. Ist ein wunderbares Fest, kann ich total verstehen. Ich feiere auch sehr gerne Weihnachten. Aber jeden Tag, irgendwann musst du dich auch auf andere Feste fixieren. Da kommen ja noch schönere Dinge im Leben und im Jahr. Ne? Wie Ostern haben wir noch und da kommt der Sommer. Holen Sie sich da mal Hilfe. Besprechen Sie das gleich mit Ihrem Kinderarzt. Ne? Die können auch weiterhelfen oder Sie vermitteln irgendwo hin und dass da mal jemand ein Gespräch sucht. Okay? Für uns war die Situation auch etwas ungewöhnlich, dass zu dieser Jahreszeit der Kleine noch unbedingt Weihnachten feiern wollte. Das ganze Haus war ja weihnachtlich geschmückt. Also die Mutter war mit der Situation auch etwas überfordert. Meine Kollegin ist dann auf die Idee gekommen, einen Familientherapeuten zur Hilfe hinzuzurufen. Das konnte die Mutter dann auch dankend annehmen. Dann fahren wir jetzt. Dann wünschen wir alles Gute. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch zu Weihnachten kommen. Schatz, das ist aber nett. Machen wir bestimmt. Du bist ein Goldschatz. Dann gucken wir mal, wenn das große Weihnachtsfest wieder ansteht. Und dann sprechen wir noch mal drüber. Mhm. Einverstanden? Aber nur einmal im Jahr, okay? Ja? Mach's gut. Okay. Vielen lieben Dank. Später beim Kinderarzt hat Mutter Katharina den Weihnachtstick ihres Sohnes angesprochen und der Mediziner vermittelte ihr den Kontakt zu einem Familienhelfer. Für die gelernte Tierarzthelferin kann dieser Termin gar nicht schnell genug kommen, denn der 7-Jährige steigert sich immer mehr in seine Fantasien hinein. Weihnachten ist vorbei! Schon lange! Was soll das? Wann kommst du wirklich? Das ist kann ich dein Ernst sein. Weihnachten ist schon seit 6 Wochen, 8 Wochen vorüber. Sozialarbeiter Mai Kalani hat nach dem Telefonat vorgeschlagen, Katharina Mack und ihren Sohn zu Hause zu besuchen.
Im gewohnten Umfeld des Jungen hofft der Familienhelfer, Hinweise zu finden, warum der 7-jährige Kevin die Weihnachtszeit so lange wie möglich ausdehnen will. Einen schönen guten Tag. Ach, guten Tag. Schön, dass Sie kommen. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Mein Name ist Kalani und das ist der liebe Kevin wahrscheinlich, ne? Richtig, Katharina Mark. Aha. Alright. Ja, das ist unser Problem. Das ist euer Problem? Ja, möchten Sie sich vielleicht... Ja, ich ziehe einfach mal die Jacke aus. Ich habe ja schon gesehen, dass vor der Haustür ein riesiger Weihnachtsmann aufgeblasen ist. Ja, der wird jeden Tag aufs Neue aufgeblasen. Wirklich, ich weiß mir wirklich nicht mehr zu helfen. Als ich bei der Frau Mack angekommen bin, hatte sie einen sehr angespannten Ausdruck in ihrem Gesicht gehabt. Sie war sehr gestresst und war aber auch sehr ratlos, was jetzt die Situation mit ihrem Sohn Kevin betrifft. Wir haben mit ihm gesprochen, aber wir kommen nicht mehr an ihn ran. Okay, gut. Ich kann Ihnen echt nicht sagen, woran es liegt. Mhm. Seit wann ist es schon so? Ja, seit Weihnachten. Seit Weihnachten spielen wir jeden Tag aufs neue Weihnachten. Okay, gut. Gibt es da irgendwas, was passiert ist, wo Sie sagen können, dass da irgendwas war, wo er sich so extrem auffällig jetzt benimmt oder benommen hat? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also das Einzige, was im Raum liegt, wäre, er hat sich eine Spielekonsole gewünscht. Aha, okay, und hat von mir aber aus pädagogischem Aspekt ein Gesellschaftsspiel bekommen. Ach so, alles klar. Ja. Spielekonsolen zu schenken ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Hier ist nur wichtig, dass man auf jeden Fall kontrolliert, dass die Kinder nicht zu viel spielen und natürlich auch guckt, was sie spielen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass die Frau Mack ihren Sohn jetzt erstmal noch keine Konsole geschenkt hat, fand ich auch super, weil es ist gut, dass Kinder auch mit Brettspielen und mit anderen Spielzeugen erstmal Spaß haben. Und die Konsole kann ja immer noch kommen. Ich würde vorschlagen, wenn ich darf, dass ich mal kurz mit ihm alleine spreche, in seinem Zimmer, um herauszufinden, wie es ihm geht und was er so macht. Und vielleicht kriege ich da ein bisschen mehr raus. Ja, klar, gerne, kein Problem. Können Sie mir sagen? Hoch? Links hoch? Ja, links hoch und dann einmal geradeaus. Wie es hier aussieht. Ja, das überall sind unsere Schneeflöckchen. Okay, gut. Das war jetzt für mich der Clou gewesen, zu sagen, es könnte sein, dass der Kevin ein Weihnachten noch mal organisieren möchte, um diese Konsole zu bekommen. Aha, da steckst du. Hey, Kevin. Darf ich reinkommen? Ja? Super. Möchtest du was sagen? Ich wollte mich noch mal ganz kurz bei dir vorstellen. Ne? Ich bin der Mike. Wie geht's dir? Gut. Ja? Das freut mich. Sag mal, was bastelst du denn da so Schönes? Weihnachtsschmuck. Aha, Weihnachtsschmuck. Gut. Möchtest du was sagen? Ich habe was mitgebracht. Was denn? Bist du schon gespannt? Okay. Mal gucken, ob es dir genauso gefällt wie mir. Und zwar habe ich 2 Weihnachtsmützen. Cool. Cool, gell? Eine für dich. Eine für mich. Und du hast sogar eine besondere bekommen mit einem Weihnachtsbaum. Wollen wir mal aufsetzen, ja? Gucken wir mal. Jawohl. So. Ich auch, oder? Mhm. Alles klar. Jetzt sehen wir lustig aus, oder? Ja. Wie Partner. Mhm. Was ist denn eigentlich momentan los? Du bist so auf Weihnachten fixiert momentan, kann es sein? Mhm. Ja? Okay. Gibt es dafür einen Grund, warum das so ist? Kein Grund? Okay, gut. Was hast du denn eigentlich zu Weihnachten bekommen? Genau, das würde ich jetzt mal wissen. Ein Brettspiel. Ein Brettspiel? Welches denn? Ist es das hier? Mhm. Hast du Lust, das mit mir zu spielen? Das geht nur zu Weihnachten. Nur zu Weihnachten? Bist du sicher? Ja. Oh, ich muss noch was ganz Wichtiges machen. Was ganz Wichtiges? Mhm. Alles klar. Okay. Komm ich einfach mal mit. Kevin hat einen aufgeweckten Eindruck auf mich gemacht. Er wollte aber absolut nicht über seine Weihnachtsverlängerung mit mir sprechen, egal was ich versucht hatte. Allein sein zwanghaftes Dekorieren im Haus zeigt mir, dass er unter einer enormen inneren Anspannung stecken muss. Es ist jetzt wichtig für mich herauszufinden, was der Grund dafür ist. Mai Kalani hat erfahren, dass Familie Mark erst vor 12 Wochen in die Stadt gezogen ist. Eine Umstellung, die Kevin schwer fiel. Ob er deshalb krampfhaft versucht, ein zweites Weihnachten nach seinen Wünschen zu feiern, oder es doch nur um einen unerfüllten Geschenkewunsch geht, ist unklar. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da los ist, aber... Kevin, was hast du vor? Ich guck mal, ja? Ich stell mal den Müll. Uiuiui, was willst du denn mit dem... Willst du mit reinnehmen? Soll ich dir dabei helfen, Kevin? Nein, das darf ich nicht. Okay. Was machst du? Sei vorsichtig. So, Kevin, du brauchst keine Hilfe? Nein. Und warum hast du das jetzt alles aufgestellt?
Damit alle sehen, dass Weihnachten ist. Damit alle sehen, dass Weihnachten ist. Okay. Zweifelhaft ist, ob wirklich nur ein unerfüllter Spielzeugwunsch hinter Kevins Weihnachtswahn steckt. Untypisch für einen 7-Jährigen ist nämlich, dass der Junge noch nie nach seiner Spielekonsole gefragt hat. Mai Kalani hackt nach. Und ist es auch sowas, was du dir gewünscht hast, oder? Eigentlich nicht. Ich habe mir eine Spielkonsole gewünscht. Aber das Brettspiel ist schon cool. Ist cool, ne? Mhm. Super. Gut. Und außerdem bekommst du ja auch eine Konsole, wenn du alt genug bist, ne? Mhm, bestimmt. Sehr gut, dass Sie das gesagt haben. Kevins Fixierung auf Weihnachten hat nichts mit seiner Spielkonsole zu tun, die er nicht geschenkt bekommen hat. Es muss einen anderen Grund dafür geben, warum er sich so zwanghaft verhält. Ich versuche jetzt mal in meine Trickkiste zu greifen, um herauszufinden, was der wahre Grund für sein Verhalten ist. Was hältst du davon, wenn wir ein schönes Spiel spielen? Mhm. Ja? Ja. Okay. Und zwar, dafür brauchen wir nämlich ein Blatt Papier und ein paar Buntstifte. Willst du die mal holen? Ja. Gut, machen wir das. Ich hole ein paar Blätter. Genau. Kevin hat sich für Weihnachten offensichtlich was ganz Bestimmtes erhofft, was er nicht aussprechen konnte oder wollte. Was gibt's aber Besseres als einen Weihnachtswunschzettel? Mit dem wollte ich herausfinden, was sein tatsächlicher Herzenswunsch gewesen ist. Ich war sehr überrascht, als er mir den präsentiert hat, weil es hat gezeigt, dass sein Wunsch dem Weihnachtsgedanke sehr nahe kommt. Der 7-jährige Kevin weiß sofort, wie sein Wunschzettel aussehen soll. Der Grundschüler verspürt offensichtlich großen emotionalen Druck und erhofft sich von einem erneuten Weihnachten die Lösung seiner Probleme. Kevin, sag mal, wer sind denn diese ganzen Menschen, die du jetzt gerade da aufmalst? Meine Mama. Ja. Meine Oma. Okay. Meine Tante, mein Onkel und meine Cousine. Und wo sind die jetzt alle? Bei uns. Aha, okay. Und ich habe dich ja gefragt, dass du dein Lieblings- und dein größtes Geschenk jetzt hier aufmalst. Mhm. Aber ich sehe hier gerade gar kein Geschenk unter dem Tannenbaum. Das ist ja das Geschenk, dass alle zu Weihnachten kommen. Okay, das heißt also, du vermisst eigentlich deine ganze Familie momentan, ne? Mhm. Als Kevin dann endlich diesen Wunschzettel gemalt hat und uns gezeigt hat, was eigentlich das Problem ist, da habe ich die ganze Schuld eigentlich bei mir gefühlt, weil ich habe mein Kind gar nicht wahrgenommen, dass eigentlich Oma und Opa ihm fehlen und dass die Familienfeste ihm fehlen. Eigentlich bin ich die Schuldige, dass ich nicht gesehen habe, wie schlecht es meinem Kind eigentlich geht. Wir sind gerade erst neu hier hingezogen, okay. In eine andere Stadt. Okay. Früher haben wir uns jedes Wochenende getroffen. Mhm. Jetzt macht das Ganze natürlich auch einen Sinn, ne? Ja. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Ich wollte euch nicht enttäuschen. Ach, Schatz, du enttäuscht uns doch nicht. Ich vermisse die doch auch ganz doll. Hm? Ja, der Familienhelfer hat uns sehr gut helfen können. Ich alleine wäre auf die Idee nicht gekommen, ihn noch mal einen Wunschzettel malen zu lassen. Das war super, klasse. Und so sind wir ja im Endeffekt dem Problem auch auf die Spur gekommen. Aber was man machen kann, man kann auch eine Familienfeier machen, wo dann alle kommen und ihr alle zusammen seid. Vielleicht kann man es auch irgendwie versuchen, regelmäßiger zu machen, damit du die nicht so vermissen musst. Was hältst du davon? Gut. Ja, ist eine gute Idee. Okay. Und du wirst dann für die Gästeliste verantwortlich, ne? Mhm. Wer wo sitzt, wer wann kommt. Ja? Meinst du, du schaffst das? Mhm. Genau. Als ich die Idee hatte mit der Familienfeier, habe ich natürlich sofort gesehen, dass es Kevin sehr gut gefallen hat. Was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass man versucht, soziale Kontakte zu bekommen. In der Schule ist es natürlich für Kinder nicht so einfach, aber vielleicht im Verein, im Fußball oder im Tennisverein, das zu machen. Und einfach den Kindern auch zuzuhören und sich Zeit zu lassen, weil die natürlich auch manchmal ein bisschen länger brauchen, bevor sie sich dann wieder in der neuen Umgebung eingliedern können. Ich bin Ihnen so dankbar, dass wir jetzt endlich wissen, wo dran es liegt. Also, ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Klar, es ist natürlich jetzt was anderes, wo wir hier sind, ne? Ja. Schön, dass wir jetzt da was gefunden haben, eine Lösung gefunden haben. Ich werde mich jetzt mal langsam von euch verabschieden. Mhm. Ja? Gemeinsam mit ihrem Mann plant Mama Katharina jetzt noch regelmäßigere Besuche bei den Großeltern und der restlichen Verwandtschaft ein. Kevin ist an der Planung beteiligt, damit er jederzeit weiß, wann das nächste Familientreffen ansteht. In einem Tischtennisverein hat er mittlerweile auch am neuen Wohnort der Familie Kontakte zu anderen Kindern geknüpft.